So, heute bin ich mal hier in Düsseldorf auf der Königsallee und heute möchte ich mal zum Schönheitschirurgen, um mich mal zu erkundigen, was es da alles so gibt. Guten Tag. Ich habe ein Problem. Guten Tag erstmal. Können Sie mir die Ohren anlegen? Natürlich. Sie, beim Schönheitschirurgen wird man schon beim Doktor ansagen, wird man schon im Wartezimmer, wird man schon mit Kaffee versorgt. Dankeschön. Sensationell. Lecker Käffchen hier. Schönen guten Tag! Ja, hallo. Sie sind der Dr. Ansari. Wir sind Stefan. Ja, ja, komm. Das freut mich, dass Sie uns hier empfangen. Sie sind ja eine richtige. Frau Göttler, kann ich bitte gleich die Schere haben? Ach so, also, ich habe eigentlich nur was an Ohren. Die Nase ist völlig okay. Na, das ist zu lang. Oh. Sensation, das ist überhaupt nicht wichtig. Also, das ist jetzt Schöne. Ja. Frau Göttler, schreiben Sie die Rechnung bitte. Was kostet das jetzt? 10.000 Mark. 10.000 ja. Schleifen? Ja. Moment mal, machen wir noch ein bisschen Korrektur, schöner. Ja. Sie sind tatsächlich eine Koryphäe, muss ich sagen. Also 12.000 schon. 12.000. Ich kann auch viel besser atmen schon. Tatsächlich? Ja, kommt jetzt rein. Die Rechnung geht wieder 1.000 Mark. Ja, schon wieder 1.000 Mark höher. So ein Quatsch, natürlich war das nur eine Plastiknase. Also bei mir ist ja eigentlich alles so. Wie finden Sie mich so? Ideal. Ja? Würden Sie jetzt... Gut, dass ich keine Frau bin, ja? Wie? Ach so, das wollen ja, Sie. Sonst hätte ich schon... Herr Doktor. Ja, ich sag dir gut, dass ich keine Frau bin. Ja. Ja, ja. Also Sie sehen gut aus, ja. Ja, danke. Sie auch. Wenn Sie jetzt bei mir zum Beispiel Fett absaugen, das wäre eine Sache, die könnte man bei mir machen. Da wollen wir mal sehen. Ja. Da ist ein bisschen viel hier, oder? Da könnte man was weg. Aber... Können Sie mal das Hemd bitte hoch. So. Ja. Und die Hose runter. Wie die Hose runter? Etwas tiefer. Nicht ganz. Etwas tiefer. Ja? Vielleicht auch noch umdrehen und bücken dabei? Nein. Viel tiefer geht nicht, weil da ist eine Schwelle. So. So, ich lasse jetzt mal normal raushängen, ja? Ja. Jetzt locker? Ja, locker, ist ganz locker. Ja, jetzt locker. Locker lassen. Okay, das, was Sie hier haben, ja, ist kein Fett, ja? Das ist kein Fett? Das ist kein Fett! Das können Sie das unterschreiben und auf den Zettel geben? Nein, ich zeige Ihnen das da, wo Sie Fett haben. Ja. Ach so, Sie zeigen mir da, wo ich Fett habe? Das ist Rettungsring, ja. Dann würden Sie hier anzeichnen, ja? Ja. Ja? Mhm. Können Sie das mal machen? Jetzt sind wir auch in OP, in meinem Heiligtum. Ja, die haben ja diese lustigen, kennen Sie Ernie und Bert? Nein. eine ernsthafte Frage. Nee, jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich würde sagen, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Ich hätte gerne eine Geschlechtsumwandlung. Können Sie mich zum Mann machen? Ich nicht. Ich mache so. Achso, machen Sie gar nicht. Geschlechtsumwandlung machen Sie gar nicht. Ich sollte Sie zum Mann machen? Ja. Ich dachte, Sie sind ein Mann. Also grundsätzlich mache ich keine Geschlechtsumwandlung. Das machen Sie, Geschlechtsumwandlung machen Sie nicht. Es ist viel zu schade. Ja, aber auch so, es gibt ja Leute, die wollen dann, dass man zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel 3 Penisverkleinerungen hinter mir. Und machen Sie sowas auch? Zeige. Vergrößern, ja. Vergrößern machen Sie aber? Die vergrößern Penisse? Ja. Könnt ihr mal gerade die Kamera ausmachen? Kannst du mal Kamera ausmachen gerade? Ist aus? Ja. Ja. Was kostet das? Für Sie? Ja. 20% weniger. 20% weniger. Was? Glied oder Geld? 20%. Hast du die Kamera aus? Ja, ist aus. 20% weniger für Sie. Als, das machen Sie. Aber müssen Sie sagen, wie viel Prozent Sie größer haben? Größer haben wollen, ja. Es geht danach, ja. 100%. 100%? Ja. Das kann man. Sagen wir 3-4 Zentimeter. Bis zum Boden halt. Was ist Ihre Spezialität? Was machen Sie am liebsten? Am liebsten mache ich Brüste. Sie machen eigentlich Brüste, was? Und haben Sie so ein Implantat mal da, so ein Brustimplantat? Haben wir was Offenes da? In meiner Schublade, ja. Ach was, Sie haben Titten in Ihrer Schublade? Ja. So, das sind jetzt also Brustimplantate. Das ist mal... Sie fühlen sich echt an. Ja.
Hallo, Sie haben aber auch noch ein ganz straffes Bäuchlein, oder? Ja. Sie sind ein großartiger Mann, Herr Doktor. Sie sind eine Koryphäe. Danke. So, gehen wir wieder. So, wenn das kein hervorragendes Ergebnis ist.